Mabacher TV. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mabacher TV. Diesmal geht's um Mobilität. Warum Mobilität? Nun, wer meinen Kanal kennt, wird wissen, dass ich viel unterwegs bin und immer sozusagen mobil bin. Ich finde, Mobilität ist genauso wichtig wie die Luft zum Atmen und das Essen und das Trinken. Denn wer als Mensch nicht mobil ist, der würde durchdrehen. Egal, ob er an den Rollstuhl gefesselt ist oder an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen ist. Da ist man zumindest noch geistig mobil. Man kann Bücher lesen, mit Menschen quatschen und träumen. Und wer das nicht mehr kann, wer nicht mehr mobil ist, der kann auch nicht mehr leben. Dasselbe trifft auch eine Stadt zu. Eine Stadt muss ebenfalls mobil sein. In einer Stadt gibt es sehr viele mobile Systeme. Vom öffentlichen Verkehr, Kanalsystem, Telefonleitungen, Abwasserleitungen. Alles ist in Bewegung und alles muss in Bewegung bleiben. Ich bin heute hier am Abstellplatz der Stadt Wien, wo ihre alten Fahrzeuge ihre letzte Ruhestätte bzw. ihren Weg ins nächste Leben antreten. Hier werden die alten Geräte, die ausgemustert werden, versteigert. Und ich habe mich umgesehen. Es ist eine sehr bunte Mischung. Extrem viele Müllwagen und lustigerweise die meisten sind schon verkauft. Tankfahrzeuge, kleine Bagger, Kanister, Rasenmäher, umgebaute, verrückte Elektrofahrzeuge, zum teilweise auch kaputte Lasten, Kleinlaster. Vom Gartenamt der Stadt Wien bis zur Müllabfuhr. Alles wird hier gelagert und scheinbar findet wirklich alles einen Abnehmer. Ich habe mit ein paar Interessenten gesprochen, die haben mir gesagt, sie kaufen die Müllwagen zum Beispiel, weil sie dann weiter in den Osten verkauft werden. Oder weil sie es als Transportunternehmen selbst verwenden und so für kleine Gemeinden hier in Österreich die Müllabfuhr organisieren. Ja, sehr spannend, wie diese alten, teilweise verrosteten und fertig aussehenden Geräte einem neuen Leben zugeführt werden. Das war's für heute von Mobilität in Wien. Wir sehen uns bald wieder.